Es gibt wieder einen neuen Pastor in unserer Reihe, Johann Michael Dillherr. Er lebte vom 14.10.1604 bis zum 8.4.1669. Er studierte Theologie unter anderem in Leipzig und Wittenberg und kam 1629 nach Jena und wurde Schüler Johann Gerhards, den wir euch bereits vorgestellt haben. 1631 bis 1642 war er in unterschiedlichen Funktionen an der Uni tätig. Danach blieb er bis zu seinem Tod in Nürnberg. Dort war er neben seinem Amt als Prediger auch als Rektor des Nürnberger Gymnasiums und als Stadtbibliothekar tätig. Manche Studenten bildete er gar in seinem Haus zu Dichtern aus. Sigmund von Birken zum Beispiel war einer von ihnen, der später zu Dillherrs Predigten Lieder, Gedichte und Embleme entwarf. Zwei Lieder von ihm, also von Sigmund von Birken, sind auch in unserem Gesangbuch enthalten, nämlich Jesu, deine Passion und Lasset uns mit Jesus ziehen. Vor allem jedoch war Dillherr als Prediger bekannt. Seine Predigten sind in diesem Buch stets in drei Teile aufgeteilt, die sich aus dem Predigttext ergeben. Wir schaffen es leider, immer nur einen Teil daraus zu lesen. Wenn ihr aber mehr Zeit und Lust habt, könnt ihr gerne weiterlesen. Denn wir lesen diese Predigten nämlich auch nur online. Den Link zu den Predigten teilen wir euch in der Beschreibung mit. Nach einer Einführung, meist mit Parallelen aus dem Alten Testament, wird die Geschichte nacherzählt und erklärt. Am Ende gibt es eine Anwendung des Textes nach den typischen Nutzanwendungen, wie sie in 2. Timotheus 3 und in Römer 15 geschrieben stehen. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wir wünschen euch außerdem eine gesegnete restliche Adventszeit und bald ein fröhliches Christfest. Maranatha, Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Das Evangelium am dritten Sonntag des Advents aus Matthäus am 11. Kapitel. Da war Johannes im Gefängnis, die wer Christi hörete, sandte er seiner Jünger zween und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortet und sprach zu ihnen, gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören. Die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Da sie hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johanne. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüsten zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häuser. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist denn ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Jeremias, der wohlgeplagte Prophet, Auserwählte in dem großen Propheten Jesu Christo, geriet wegen seiner geistreichen und scharfen Gesetzpredigten in große Ungnad bei den Fürsten des jüdischen Volks, also dass sie ihn schlagen, in ein finsteres, stinkendes Gefängnis werfen und lang darinnen Hunger und Kummer leiden ließen, wie in seiner Weissagung im 37. Kapitel zu lesen ist. Er ließ sich aber solche Schmach ganz nicht irre machen, sondern sagte auch in solcher seiner Drangsal, was sein Amt erforderte. Eben dieses vernehmen wir auch von Johanne dem Täufer, welcher auch wegen seines Amts ins Gefängnis geworfen wurde, aber doch auch darinnen nicht aufhörete, sein Amt zu beobachten, wie unser Evangelium ausweiset. Solches teilen wir ein in drei Teile. Der erste Teil hält in sich die Frage Johannes, der andere Teil hält in sich die Beantwortung Christi,
Der dritte Teil hält in sich den Lobspruch Christi, den er Johanni mitteilete. Wir bleiben aber jetzo allein bei dem ersten Teil. Herr Jesu, gib uns Kraft durch deinen Heiligen Geist, dass wir die Wahrheit sehen, verstehen und dabei beständig bleiben, im Leben und im Tod. Amen, Herr Christe Jesu, Amen, Amen. Jesus von Nazareth, Auserwählte in demselbigen, und Johannes der Täufer sind die zween vornehmsten Lehrer des Neuen Testaments gewesen, welche sich auch sehr wohl nicht allein als Blutsfreunde, sondern auch als Herr und Knecht miteinander vertragen. Der Herr Jesus rühmte Johannem den Täufer und sagte: Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufkommen, der größer sei, denn Johannes der Täufer. Matthäus 11. Johannes der Täufer aber demütigte sich vor dem Herrn Jesu und sagte: Der ist's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, dass ich nicht wert bin, dass ich seine Schuhriemen auflöse. Johannes 1. Aber beider ihre Jünger oder Schüler konnten sich nicht gar zum Besten miteinander vertragen. Denn Johannes der Täufers seine Jünger oder Schüler hielten zwar billig viel von ihm, aber daran täten sie Unrecht, dass sie gar zu viel von ihm hielten und meineten: Wenn einer unter diesen beiden, unter Jesu von Nazareth und unter Johanne dem Täufer, sollte für den versprochenen Messias gehalten werden, so würde solche Ehr und Hoheit mehr ihrem Lehrmeister gebühren, denn Jesu von Nazareth, welchem sie nicht gar zu gut waren und ungern sahen, dass er einen solchen Anhang bekam. Denn sie dachten, es ginge ihres Lehrmeisters Ansehen etwas ab, da doch Johannes der Täufer seine Jünger oder Schüler viel strenger erzog, denn Jesus von Nazareth die seinigen. Darum setzten sie einsmals den Herrn Jesum zu Red und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, und deine Jünger fasten nicht? Und ein andermal erhob sich eine Frage zwischen ihnen und den Aposteln wegen der vielfältigen Abwaschung und Reinigung, von welcher die Jünger Johannis mehr hielten, denn die Jünger des Herrn Jesu. So verklagten sie auch den Herrn Jesum bei ihrem Lehrmeister und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits dem Jordan, von dem du zeugtest, siehe, der täufet, und jedermann kommt zu ihm. Johannes 3. Als wollten sie sagen: Ist das nicht ein wunderlich Ding, und du schweigest noch dazu still, dass derjenige, der von dir ist getaufet worden, sich jetzo deines Ansehens und Amts darf anmaßen und damit verursachen, dass man künftig so viel auf dich nicht mehr halten dürfte? Wiewohl Jesus nicht selber täufte, sondern nur seine Jünger, wie Johannes 4 ausdrücklich stehet. Eben eine solche Missheiligkeit hat auch Anlass gegeben zu unserem Evangelium. Denn nachdem Johannes war in Verhaft genommen worden, predigte indessen der Herr Jesus immer fort und täte ein Wunderwerk über das andere, wie er denn dazumal der betrübten Witwen einigen Sohn zu Nain von den Toten auferwecket hatte, dergleichen seit des Propheten Elisas Zeiten nicht geschehen war. Solches brachten sie vor ihren Lehrmeister, Johannem dem Täufer, bei dem sie pflegten, ab und zuzugehen. Denn sie besorgten sich, er, Johannes, möchte solcher Gestalt endlich von allen Ehren kommen. Weil denn Johannes der Täufer merkte, dass er nicht lang mehr mögte zu leben haben, wollte er ihnen vorher ihren großen Irrtum benehmen und sie vergewissern, dass nicht er, sondern eben der Jesus von Nazareth, dem sie so abgünstig waren, der versprochene Messias sei. Und weil er gleich vernommen, dass der Herr Jesus dazumal viel Kranken heilete, fertigte er eine besondere Botschaft an ihn ab, damit sie aus der Tat sehen sollten, dass er wahrhaftig der so lang erwartete Messias sei. Der Ort, von welchem er die Botschaft abfertigte, wird stracks anfangs des Evangelii benamet, nämlich das Gefängnis. Das Gefängnis. Soll derjenige im Gefängnis liegen, der mehr war denn ein Prophet und der ein Engel Gottes genennet wurde? Freilich wohl hätte ein solcher Mann,
der nichts außer seinem von Gott anbefohlenem Amt, welches man bisweilen den Kirchendienern Schuld gibt, jemals getan hatte, eine bessere Herberg haben sollen. Allein da steht's, da Johannes im Gefängnis die Werk Christi hörete. Wie und warum war er denn ins Gefängnis gekommen? Also, aus der Evangelisten ihren Schriften sehen wir, dass Johannes der Täufer ohne Ansehung der Personen allerlei Stände und Orden als Pharisäer, Sadduzäer, Zöllner, Kriegsleute, ja Herodem, den König selbst, mit Gottes Wort aus gutem christlichem Eifer gestraft und sie alle zur Buß treulich vermahnet, auch heftig, wo sie in ihren Sünden beharren würden, mit zeitlicher Strafe und ewiger Verdammnis bedrohet habe. Sonderlich aber, dass er Herodi ins Gesicht gesagt, es ist nicht recht, oh, diese Wort können vornehme Herren nicht wohl verdauen, sie haben auch so Unrecht, als es immer sein kann. Nun, Johannes sagt's doch, es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weib habest, Markus 6. Welches ihnen solche Ungnad bei Herodes, der ihm sonst in vielen Sachen gehorchet und ihn gern gehöret hatte, gebracht, dass er ihn mit Ketten binden und in Kerker werfen, darinnen über Jahr und Tag liegen und hernach auf dem Schloss Macherund 5 Meilen Wegs von Jerusalem enthäupten lassen. Derer Personen, so er abgefertiget, waren 2 aus der Anzahl seiner Jünger. Etliche alte Lehrer halten dafür, es seien Andreas und Petrus gewesen, so durch diese Gelegenheit zum Herrn Jesu seien bekehret worden. Clemens Alexandrinus schreibt, es seien Silas und Carpus gewesen, wiewohl die vorige Meinung glaublicher ist und einen Schein hat aus dem 37. Vers des 1. Kapitels Johannes. Der Inhalt der Botschaft war dieser, wie die Wort Lukä im 7. Kapitel stehen: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? War eine hohe Frage, welche diese Bedeutung hatte. Bist du der verheißene Schlangentreter, der vollkömmliche Sündenträger, der allmächtige Teufelsbinder, der kräftige Todesmörder, der unüberwindliche Höllenstürmer und der gnadenreiche Himmelspförtner, auf dem man sich im Leben und Sterben kecklich und getrost verlassen und mit dem man auch durch den Tod ins Leben dringen mag? Diese Frag ließ Johannes nicht seinetwegen vorbringen, als wenn er selber nicht recht wüsste, dass Jesus von Nazareth der Messias wäre. Denn wie sollte er daran gezweifelt haben, da er ihn mit Fingern gezeiget und gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, Johannes 1. Und da er ihn im Jordan getauft, über solchem seinem Täufling den Himmel offen und den Heiligen Geist gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen gesehen. Und eine Stimme vom Himmel herab gehöret, die gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3. Sondern er ließ sie seiner Jünger wegen vorbringen, welche er gern noch bei seinem Leben genugsam in der reinen Lehre gestärket und vergewissert und mit dem Herrn Jesu in Kundschaft gebracht haben wollte, damit sie ihn selbst hören, seine Wundertaten sehen und also genugsam lernen mögten, dass dieser Jesus von Nazareth der Weg, die Wahrheit und das Leben und uns von Gott zur Weisheit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht sei, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmet, sich des Herrn rühme. Und so viel bei dem ersten Teil von der Frage, so Johannes der Täufer, damals ein unschuldig gefangener und an Ketten geschlossener Mann, durch 2 seiner Jünger aus seinem Gefängnis auf dem Schloss Macherund an dem Herrn Jesum gelangen lassen. Hieraus nehmen wir nun erstlich eine Vermahnung, dass Zuhörer an den Jüngern oder Schülern Johannes sollen lernen, etwas Gutes nachtun und etwas Böses meiden. Das Gute, das sie ihnen nachtun sollen, ist die Liebe und Ehre, die sie ihrem Lehrmeister erweisen und fleißig dahin sehen, dass er nicht möge geunehret werden.
Solche Zuhörer hatte auch der Apostel Paulus anfänglich. Hernach ließen sie ab, wie zu geschehen pfleget, an seinen Galatern, von welchen er also schreibet: Meine Anfechtungen, die ich leide nach dem Fleisch, habt ihr nicht verachtet noch verschmähet, sondern als einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf, ja, als Christum Jesum. Wie waret ihr dazu mal so selig? Ich bin euer Zeuge, dass, wenn es möglich gewesen wäre, ihr eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Galater 4. Solche Lieb und Ehre gereichet eigentlich nicht ihnen, sondern ihrem Herrn Jesu Christo zu ehren, dessen Botschafter sie sind. 2. Korinther 5. Und die in ihrem Amt dem Heiligen Geist nur ihre Zungen leihen, nach dem Ausspruch des Herrn: Ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der da redet. Matthäus 10. Darum wird auch der himmlische Vater solche Lieb und Ehre mit ewiger Lieb und himmlischer Ehre im Freudenparadies überflüssig vergelten. Das Böse, das sie meiden sollen, ist die Hartnäckigkeit, welche die Jünger Johannis an sich verspüren lassen. Indem sie sich so ungern von ihrem Wahn wollen abführen lassen, zu glauben, dass nicht ihr Lehrer Johannes, sondern Jesus von Nazareth der Messias sei. Wir sollen uns zwar nicht wägen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre, durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, damit sie uns erschleichen zu verführen, sagt der Apostel Paulus an die Epheser im 4. Kapitel, allein es sei vorher ein jeglicher seiner Meinung gewiss, Römer 14, und wisse, dass dieselbige mit dem geoffenbarten und in der Heiligen Schrift verfassten Wort Gottes allerdings übereinstimme. Wo dieses nicht ist, da kann nimmermehr ein rechter Glaub sein, dieweil der Glaub sich allein auf das Wort Gottes gründet. Es gibt leider Leute, ich kenne selber etliche, welche ihnen bisweilen eine Meinung einbilden und sich von derselbigen nicht lassen abwendig machen, ob man ihnen gleich die sonnenklarste Sprüche der Heiligen Schrift vorhält, welche aber eben deswegen keine rechtschaffene Christen sein können, die, weil sie Christo nicht glauben, sondern in Glaubenssachen bloß an ihrer mangelhaften Vernunft hangen und deswegen auch einmal von Christo für Christen nicht werden erkennet oder angenommen werden. Fürs Ander nehmen wir hieraus eine Lehre, dass rechtschaffene Liebhaber Gottes und diejenigen, so ihr Amt redlich verrichten, die Wahrheit liebhaben und frei heraus sagen, wie Johannes der Täufer, in der Welt und von der Welt sich keines Danks oder Freude zu versehen haben. Der herodische Dank, den Johannes annehmen musste, ist noch gar gemein und ist von Anfang der Welt so bräuchlich gewesen, dass fromme Leute, auch wohl von ihren allernächsten Blutsverwandten und vertrautesten Freunden, sind verhasset und verfolget worden. Als mehr nicht, denn vier Menschen auf Erden waren, erwürgte der neidische Kain den unschuldigen Abel. Hernach verfolgte Ismael den Isaak, es verfolgte Esau den Jakob, es verfolgten den Josef seine Brüder, es verfolgte Saul den David, es verfolgte Isabel den Eliam. Und wie ist es den Propheten und den Aposteln, ja dem großen Propheten und der Apostel ihrem Herrn, unserem Heiland Jesu Christo, ergangen? Ist er nicht der allerverachtest und unwertest gewesen? Ei, warum solltest du es denn besser zu haben begehren? Du begehrest ja, ein Jünger und Nachfolger deines Herrn Jesu Christo zu sein, so du anders ein Verlangen nach der ewigen Seligkeit hast. Ja, ei, wohlan, so erinnere dich auch desselbigen seiner Wort. Der Jünger ist nicht über seinem Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen also heißen? Matthäus 10. Und Johannes 15. So euch die Welt und ihr schändlicher Anhang hasset, so wisset, dass sie mich vor euch gehasset hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, dieweil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, darum hasset euch die Welt.
herrliche Wort, wenn ihr, andächtige, liebste Herzen, von der Welt und ihrem schändlichen Anhang gehasst werdet, so sollt ihr daraus schließen, dass ihr durch den Sohn Gottes von den Weltkindern abgesondert und zu Kindern Gottes und Miterben des ewigen Lebens erwählet und auserkoren seid. Hält's bisweilen überaus hart mit euch, und ihr seid mit Kümmernissen wie mit schweren Fesseln umfangen, so schicket auch eure Abgesandten zu dem Herrn Jesu Christo. Was für Abgesandten! Gläubige, andächtige und sehnliche Gebet, welche durch die Wolken dringen und nicht ablassen, bis sie hinzukommen, und nicht aufhören, bis der Höchste dreinsehe, wie in dem Büchlein Sirachs im 35. Kapitel stehet. Käme es auch mit euch gar bis zum Tod, so wird auch alsdann der Herr Jesus Christus Recht erweisen, dass er derjenige sei, der kommen solle, nämlich der Messias und Gesalbte des Herrn, der euch in der Unwissenheit lehren wird als euer Prophet, der euch bei seinem Vater aussöhnen und verbitten wird als euer Hoherpriester, der auch euch wieder den verfluchten Seelenfeind, den Satan, schützen wird als euer König und in sein himmlisches Ehrenreich einführen. Nun lasst uns schließen. Lasst dich keine Not betrüben, hart geht's allen, die Gott lieben. Hart ist hier der Christenstand, doch erhält sie Gottes Hand. Amen, Herr Jesu Christe, Amen, Amen.